ersten 8 Schritte. Den rechten Fuß nach vorn. Mit dem linken machen wir einen Rock vorwärts. Den linken Fuß nach vorn, Gewichtwechsel, zurück. Und wenn wir den Fuß zurücknehmen, machen wir eine halbe Linksdrehung, setzen den linken Fuß vorn auf. Dann machen wir wieder eine halbe Linksdrehung, setzen den rechten Fuß auf. Jetzt kreuzen wir den linken Fuß hinter den rechten zur Seite und den linken Fuß über den rechten kreuzen. Also ein Behind-Side-Cross. Und zum Schluss noch ein Side-Rock mit rechts. Den rechten Fuß zur Seite, das Gewicht wechseln und wieder zurück. Diese Schritte noch einmal. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Den rechten Fuß hinter den linken kreuzen. Eine vierte Linksdrehung. Den linken Fuß nach vorn und den rechten Fuß nach vorn. Ein Rock vorwärts mit links. Den linken Fuß nach vorn, das Gewicht wechseln, wieder zurück. Und den linken Fuß vor den rechten kreuzen. Jetzt gehen wir zurück mit dem rechten Fuß, machen eine halbe Linksdrehung und setzen den linken Fuß vorn auf. Und zum Schluss ein Cha-Cha mit einer vollen Drehung. Den rechten Fuß nach vorne und wir machen schon die Linksdrehung. Den linken Fuß an den rechten ran und den rechten Fuß wieder nach vorn. Und diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen den linken Fuß hinten auf, gehen mit dem rechten zurück, gehen mit dem linken Fuß zurück. Jetzt folgt ein Zählerstep mit einer Vierteldrehung. Wir schwingen den rechten Fuß hinter den linken Fuß an den rechten ran und den rechten Fuß zur Seite, wieder Richtung 12 Uhr gucken. Dann gehen wir zurück mit links, rechts. Machen eine halbe Linksdrehung, setzen den linken Fuß vorn auf, sodass wir bei 11.30 Uhr stehen. Und pressen den rechten Fuß nach vorn. Und diese Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7. Und alles von vorn. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7. Diese Runde endet hier bei 7 Count. Jetzt fangen wir wieder an mit 8 und 1. Jetzt folgt ein Coaster Step mit links beginnen. Den linken Fuß absetzen, den rechten ran, den linken Fuß nach vorn. Jetzt pressen wir noch einmal den rechten Fuß wieder nach vorn und machen ein Lockshuffle zurück. Den linken aufsetzen, den rechten vor den linken kreuzen,
den linken Fuß nach hinten. Jetzt machen wir eine Rechtsdrehung, sodass wir vom wieder rauskommen, machen einen Rock vorwärts mit links, wieder absetzen und eine halbe Drehung und setzen den linken Fuß vorn ab. Ich erkläre das noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 8 und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Ich zeige das noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 8 und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4. 5, 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4. 5 und 6, 7. 8 und 1, 2, 3 und 4. 5, 6, 7, 8. In diesem Tanz gibt es zwei Brücken. Am Ende des zweiten Durchgangs bei 12 Uhr kommen folgende Schritte hinzu. Den rechten nach vorn, den linken nach vorn, den rechten nach vorn und noch einmal den linken Fuß nach vorn. Noch einmal. 1, 2, 3, 4. In Richtung 12 Uhr. Die zweite Brücke ist in der sechsten Runde und wieder kommen folgende Schritte hinzu. Den rechten Fuß nach vorn, ein Schritt halt, den linken Fuß nach vorn, ein Schritt halt. Also 1, 2, 3, 4. Wie gesagt, die zwei Brücken in der zweiten und sechsten Runde diese Schritte hinzufügen. Abbrechen und von vorn wieder beginnen. Und jetzt viel Spaß beim Tanzen.